Hallo Welt, hallo Sandra. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Da sind wir wieder. Ja, der wollte mir vorbeischauen. Ja, genau. Wir haben Pastor Jerome, glaube ich, befreit in der letzten Folge. Ja. Und waren dabei, die, wie nennt man das, Komponenten zu suchen. Das letzte für mich war hier. Aber da wir das Spiel nochmal neu gestartet haben, muss ich die anderen zwei jetzt auch nochmal finden. Ja. Ich hatte leichte Computerprobleme, das heißt, mein Computer hatte leichte Computerprobleme. Wo ist das vierte dann? Hier ist noch eins. Siehst du das? Nee. Ah, dann wurde das hier wohl schon eingesammelt. Also 3 von 4 habe ich jetzt. Aha, ein paar Sachen sind ja gespawnt. Ne? So könnte man das auch machen. Ich komme aber nicht an den Safe ran. Kann ich diesmal nicht öffnen. Ah, hier hinten ist der vierte. Oh, Moment. Ah ja, okay, danke schön. Oh, so viel Blut. Was habt ihr denn hier gemacht? Ach, die haben die gefügig gemacht, die ganzen Geiseln. Es hat keiner überlebt mit so viel Blut. Verlust. So, wo sollen wir hin? Was sollen wir machen? Ja, Jerome haben wir befreit. Ein Huhn. Dann die alte Schmiede hätten wir noch einen Außenposten. Kommen wir hin. Und dann kommen wir Selena. Okay. Ja, es ist einfach da in die Richtung. 1000 Meter. Aber da können wir ein Auto nehmen. Hier stand doch so ein nettes Auto. Ah, warte, Munition kaufen. Wenn du das so siehst, schau, wo du hingehst. Du musst wohl das Unmögliche schaffen. Beute eintauschen. Aha. Okay. Gut. Ja, mach ich. Da ist wieder so ein Paket, Richie. Ja, sofort hin. Wir dachten, auf. Mit dem Zug kommt das Glück. Panzerglas. Hast du den erwischt hier? Ja, natürlich. Ich stand. Was ist hier drüber? Was? Hier stehen nur ein paar Autos. Sind die jetzt? Was? Schrott-LKW da? Waren noch schöne Autos. Vielleicht haben sich die Passanten die geschnappt. Die mögen auch schöne Autos manchmal. Okay, stimmt. Ja, aber mit dem LKW jetzt dahin? Och. Es ist ein Außenbus. Das ist ein dickes Ding. Dürfen wir nicht zu nah dran. Ach so, ich fahr? Ja. Okay, los geht's. Oh, hoppla. Starke Lenkung. Ich weiß, die ist ein bisschen übertrieben, diese Waffe, aber... Es macht doch Spaß. Ja,
Außenposten hier vorne, den meinst du? Einer ist schon frei. Ich glaube, du meinst diesen hier, oder? Nein, er war viel zu weiter weg. Den haben wir ja auch schon befreit. Okay. Gibt's kein anderes Auto, Gefährt? Doch, hier. Die Dame hat uns ein... Ach, wie nett. ...ein bereitgestellt. Wenn du Enten siehst, sag mir bitte Bescheid, ja? Da ist einer. Oh, guter Schuss. Wenn wir die Straße vorholen, dauert es wahrscheinlich länger. Und dann mit Querfeld, das ist wahrscheinlich tot so. Meinst du, wir sollen Querfeld einfahren? Oh, hier ist... Hier ist er schon. Wie heißt das gleich nochmal, die Schmiede? Ja, die Schmiede. Oha. Da wird also geschmiedet. Die Schmiede, die Schmiede. Die Schmiede, die Schmiede, die Schmiede. Hey! Was machst du denn? Der ist auf mich draufgefahren und explodiert. Ich konnte nichts dafür, ich habe nichts gemacht. Das war schon. Weiß nicht, umgekehrt, dass du draufgefahren bist? Ich wollte dran vorbeifahren. Tut mir leid. Geht's dir nicht gut? Bist du auch gestorben? Ja, ja. Oh nein. Wo sind wir jetzt? Jetzt muss ich fahren. Du schaffst das. Auf zur Schmiede, 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 Schmiede. Ach, Schmiede. Die Schmiederüstung. Oh, oh, sind wir schon da? Ja, ich glaube, hier können wir halten. Wir sind schon da. Wenn wir uns anschleichen wollen. Ich schlage vor, einer kommt von hinten und einer von der Seite. Ich gehe hier so den Hügel hier hoch. Ja, hätte ich auch vorgeschlagen. Ich komme von der anderen Seite. Und einfach rein oder schön leise? Schön leise. Mehr Punkt. Vorsicht, das könnten Hunde mit Sprengsätzen hier sein. Ach, wir haben... Ach so, ja, wir haben ja hier wieder so ein... Siehst du das zum Ausschalten? Den. Aber ich komme nicht dran. Ist aus. Sagst du, wenn du anfängst? Ich hab schon. Ich stürme vor! Das ist was anderes, oder? Auf zu zappeln! Oh, wie viele sind denn hier? So wenige nur? Wow! Die, sehr gut. Die Schmiede ist ein gefährliches Pflaster hier. Ja,
An mir kommt keiner vorbei. Wir sind Ritter vom Knie. Nein. Mit der Ausrüstung hier können wir viel anfangen. Wir sind die Ritter, die immer nie sagen. Nie. Ach, das bist gar nicht du, ha? Huh? Ich hab gar keine Taschenlampe. Wo bist du? Ach, da bist du. Das ist safe. Aha. Dürfen wir lesen? Ja. Notiz an die Schmelzerei. Nur weil wir ein Gefängnis voller Kackbratzen haben, die uns Munition herstellen, heißt das nicht, dass wir jetzt verschwenderisch sein können. Wir haben mehr als genug Schrott zusammen, also macht euch ans Schmelzen. Ich will, dass ihr am Ende der Woche in Patronen baden könnt. Wo ist der andere Zettel? Ja, ich habe jetzt nur den Zettel gesehen bis jetzt. Nehmen wir diesen hier noch? Ah, das ist gar kein Zettel. Abspielen. Ah, okay. Oh. Auf drei? Ja, warte, ich komme nicht dran. Na, wieso? Ich glaube, hören wir das nicht beide, wenn das einer abspielt? Soll springen und dann nach draußen. Ich springe, komm dran. Aber ich kann nicht so lange springen. Okay. Dann spiel du ab einfach. Pass auf, da draußen läuft ein Häschen rum, das Ärger macht. Aber keine Sorge, als wir in diese traurige Gegend kamen, gab es hier nur ein paar Farmen und religiöse Spinner. Jetzt gehören diese Farmen uns und die Vollidioten haben wir in ihr Loch zurückgetrieben. Wir waren das und ich verspreche euch, kein Häschen wird daran etwas ändern. Wir sind Häschen. Sind wir, meint sie uns? Keine Ahnung. Ziemlich dunkel in der Nacht, ne? Ja. Mein Tagebuch? Allein der Geruch hier macht mich völlig fertig. Nur einmal das heiße Metall und den Staub geschnüffelt, schon habe ich das große Zittern gekriegt. Ich habe angefangen zu schwitzen wie ein Ochse und keine Luft mehr gekriegt, als wären gerade noch mal Bomben gefallen. Ein Blick und schon ist es, als wäre ich nie weg gewesen. Shit, ich muss irgendwo drauf schießen. Verstehe ich jetzt nicht? Stimmung? Hi. Hi. Hast du hier oben die Kiste geplündert? Oh, oh. Hier, so bei mir? Nee. Warum schleppst du denn mit dir rum? Nur so. Die lag da gerade. Hier ist noch eine Leiche zum Plündern. Ach, das ist ein Kerl. Aber dann frage ich mich auch, warum ich das mit mir rumschleppe. Ih, das sind alles Kerle. Da oben? Hier ist nix. Da.
Hinten. Wo? Hinten? Da, unten. Auf den anderen rosa Dingen da. Oh, ich glaube, da waren wir gerade. Da sind nur noch Waffen, oder? Also für mich. Okay. Und Sandwich. Papierflaschen und im Sessel. Noch was drin im Bier? Nein. Oh. Hier ist nichts mehr. Ist nichts mehr. Das heißt. Ich weiß nicht, ob wir alles haben.Wir können das hier gut für unsere neue Metallindustrie anbauen. Safe habe ich jetzt keinen gesehen. Scheiße, habe ich Hunger. Safe? Den Brief haben wir hier schon, ne? Ich glaube schon, ja. Oder? Ja. Das Safe doch hier ist einer. Den haben wir aber schon, glaube ich. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Hier ist noch was. Oh, da hast du. Wo? In der Recke? Ach, da oben auch. Ja, ich komme nicht runter. Okay, versuche jetzt mal. Da war einer mit Rüstung, der hat den Weg versperrt. Oh, hoppla. Das war jetzt die Strafe. Oh, ich komme mir vor wie in so einer Konservenbüchse. Schön durch jetzt.
Oh, dafür braucht man einen Dosenöffner jetzt. Tut mir leid, dass dein Empfang in Hope so beschissen war. Ach, mach doch nichts. Ist schon gut. Alles ist gut. Für mich ist das hier nichts. Aber ich denke jetzt was. Ja, mehr als alles. Nein, doch, 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 doch. Wir können ja auch immer wieder kommen hierher. Ich schau mal auf die Karte. Die Dame ist dann die nächste. Wohl wahr. Selenie! Hey, hier ist hier ist Selenie! Wie Sellerie! Fast mein ganzer Lebensinhalt ist in einer Box, die über einem Loch quasi am Rande des Abgrunds zur Hölle hängt oder so. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, aber ach, was soll's? Ach, du bist schon unterwegs? Sieht aus, als hättest du den Unfall schnell überwunden. Hey, Lady. Ich habe leider einen Plünderer nicht bekommen. Och, echt? Ich dachte, ich hätte den erwischt. Hast du den erwischt? Wo? Ich dachte, ja. Eigentlich sind da ganz viele Punkte aus ihm rausgesprungen. Der hat seine Waffe verloren, aber weg ist er tatsächlich. Oh. Ha. Na denn, wir müssen sowieso in die andere Richtung. Ja. Schnappen wir uns das Auto hier? Ja, können wir machen. Du fährst. Dann in der nächsten Folge, ja? Du bist das Auto. Ich. So, à la Mad Max. Und rein. Und dann verabschieden wir uns erstmal. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.